Und jetzt sind hier wohl neue Zombies, oder? Aber ich komme jetzt hier wieder schneller durch. Ich kann jetzt hier rum. Kann ich jetzt das blöde Rabennest mal machen? Ich weiß es nicht. Oh, der hat eine Verbesserung. Sind hier noch mehrere? Wieso wird der jetzt eigentlich angezeigt? Eigentlich doch nur die, wo sich nicht bewegen. Also, nee, die, wo sich bewegen. So rum. Aber ganz leise hier. Also ich höre nur den Zombie hier. Komm her. Komm her. Alter, was will denn der? Gibt's ja nicht. Ich baller zurzeit auch ein bisschen mehr rum, weil ich auch die Fertigkeiten haben will. Also ein bisschen leveln. Und ich würde sagen, sollen wir hier auch mal rein. Macht halt jetzt gerade ein bisschen Krach. Weil das ist auch so eine Sache. Zum Beispiel, manche Briefe sind wohl auch irgendwo dahinter versteckt, wo man C4 braucht. Und das konnten wir damals, wo ich es angefangen habe, ja, konnten wir da gar nicht hin. Woher kommst du? Das ist die Herrentoilette. Gibt's doch gar nicht. Eieieiei. Oder bin ich auf der Damentoilette? Habe ich mich getäuscht? Kann natürlich auch sein. Ah, einen Moment. Oh, eine Aufwertung. Schauen wir noch kurz hier rein. Nix. Oh, wir haben sogar einen Platz frei. Das heißt, wir könnten theoretisch was mitnehmen. Ist die Frage, komme ich jetzt hier irgendwie weiter oder... Okay, dann geht's gar nicht weiter. Ich dachte, das ist vielleicht eine Tür oder so. Also war es eigentlich nur die Aufwertung hier einmal. Und dann schauen wir mal nochmal kurz da drüben rein. Das wäre an sich ganz cool. Ich verstehe es auch nicht ganz. Hier, wenn ich jetzt mich so richtig hinstelle, dann gibt es doch ein Symbol. Jetzt kann ich es plötzlich scannen. 7422. Wo ich das letzte Mal hier stand, also bevor ich dann aufgenommen habe noch, konnte ich es komischerweise nicht scannen. Oder ich stand einen Millimeter daneben, ich weiß es nicht. Was war es jetzt? 4722, gell? Oder 7422? 4722. 7422? Aha, okay. Also hier das Fass. Sieht so aus, als könnte es explodieren. So, nochmal eine Aufwertung. Schauen wir hier rein. Also, jetzt kommt schon so ein schönes Lager hier. So ganz klein und fein. Und nur eine Aufwertung. Nicht mal Munition, Waffe, Erste-Hilfe-Kasten oder so. So, jetzt aber die Überlegung. Wir müssen eigentlich komplett zurücklaufen. Ich habe hier nirgends einen Gullideckel gesehen. Ich wüsste auch nicht, in welche Richtung einer wäre. Das heißt, wir dürfen einmal zurücklaufen. So, das war... Ne, hier bin ich doch falsch, oder? Durch das Loch durch. Beziehungsweise, stimmt das schon, was ich jetzt mache? Was ist meine Munition eigentlich? Ja, jetzt hier die ganzen Briefe holen. Überlebe die Arena, flüchte zurück ins Safehouse. Das ist eigentlich, sag ich mal, unsere Hauptmission eher. Oder ich kann hier, aber... Ah ne, die ist von hinten verschlossen. Wo, irgendwo muss ich ja dann von der anderen Seite herkommen. Ich weiß es nicht genau von wo, aber... Oh, okay. Auf gut Glück mal. Hier liegt immer eine Mine, wo man aufheben kann. Also nicht eine scharfe, sondern immer eine, wo man aufheben kann. Auch etwas seltsam. Jedes Mal, wenn ich hier vorbeilaufe. So, einmal zu den Katakomben. Bisschen schade. Weiß nicht, gibt es da überhaupt einen Gullideckel? Ich weiß es nicht.
Aber eigentlich müsste in jedem Gebiet müsste doch eins sein. Du enttäuscht mich. Ich dachte, wir wären Partner. Prepper. Was soll das jetzt heißen? Ich wollte doch nur dem Mädchen helfen. Woher soll ich das wissen, dass das eine Falle ist? Ich meine, klar, du bist da immer sehr negativ eingestellt, aber ich habe noch ein bisschen was Gutes in mir. Ich habe was in mir. Das hört sich irgendwie eklig an. Wir spielen zurzeit keine Frau, wir sind Mann. Deshalb eklig. Aber, na gut. So, hier. Keine Zombies gespawnt. Okay, das waren, glaube ich, Ratten. Oha, Alter, was ist da drüben? Eine Rattenversammlung. Alter. Hier voll viele. Und ich denke dann immer so, oh, 5000 Zombies. Dann sind das nur so Ratten. Lass du mich noch rein? Ja, okay, dann ist er nicht so sauer. Er lasst mich ja noch rein. Außerdem, es war eine gute Kampferfahrung. Hier in der Arena. Vor allem, das lief so wie geschmiert. Ich hatte jetzt gedacht, da sterbe ich vielleicht so 2-3 Mal. Aber nee, ohne Probleme. Guck, Prepper, ich mach's sogar zu. Obwohl der eigentlich ja nicht mal da ist. So, jetzt bin ich wieder da. Oder muss ich die Mission irgendwie aktivieren oder so? Nee, die ist jetzt einfach weg. Wir müssen jetzt die Briefe einmal sammeln. Okay. Dann kannst du Waffen, Munition und Vorräte aufbewahren. Draußen kannst du nicht alles mit dir rumschleppen, aber ein gut gefülltes Lager hält ja alle Möglichkeiten offen. Also, immer rein damit. Ja, vor allem, wir haben lauter Schrotgewehrmunition dabei, aber keine Pumpgun. Das ist halt auch mal sehr schlau. Ich würde sagen, die zwei tun wir mal weg. Wir haben kaum Munition. Sturmgewehr nehmen wir mit. Pistole haben jetzt eigentlich auch gar nicht so viel Munition dabei. Den 20er will ich eigentlich gar nicht unbedingt mitnehmen. Haben wir eine Flare? Eine Flare haben wir. Nehmen wir das mal. Und dann... Ich weiß nicht, die doppelläufige ist so... Hatte ich nicht mal noch so eine andere? Hier, Karabiner. Wo ist meine andere Pumpe hin? Irgendwie habe ich die verloren. Aber kann doch gar nicht sein. Ich habe doch immer mich geplündert. Oh nein, ich habe meine coole Pumpe verloren. Weiß sogar nicht mal wieso. Oh, hier haben wir sogar Karabinermunition. Weil ich gerade die einen weggepackt habe, gesagt habe, ja, da haben wir nicht genügend. Aber wir haben eh nur 2 freie Plätze. Wobei, das kann man weglegen. Ansonsten, das legen wir auch mal weg. Und ein bisschen Platz brauchen wir noch zum Rumlaufen. So, können wir noch was skillen? Ich glaube, irgendwas können wir noch skillen. Hier zum Beispiel Feuerkraft. Die Schussfrequenz und einmal die Streuung. So, irgendwo noch die Kapazität. Okay, ist nur... Ah, okay, hier haben wir zum Beispiel. Oder hier. Machen wir es erstmal hier rein. Und dann würde ich mal sagen, nicht, dass es so wie das letzte Mal bei mir passiert, ja, gehe ich eine Runde pennen und eine Runde speichern. So, wir müssen uns jetzt auf die Suche machen nach den ganzen Briefen. Ich glaube, 1 oder 2 haben wir schon. Ich kann mal reinschauen. 2 haben wir schon. Einen haben wir direkt von dem Doktor bekommen im Buckingham Palace. Und die zweite? Keine Ahnung, wo ich den... Ah, den habe ich irgendwo random beim Zombie gefunden. Okay. So, ich habe ja immer hier einmal das da markiert gehabt. Und ich weiß jetzt auch, irgendwo kann man was wegsprengen mit dem C4. Und deshalb habe ich das nie so richtig gefunden. Aber ich glaube, ich stand mal irgendwo dran, wo was zum Sprengen war. Dann habe ich mir gedacht, so, nee, ich behalte das C4 lieber mal vorerst zur Sicherheit. Aber ja, jetzt brauche ich es ja eh vor die Mission. Ich glaube, wir müssen auf die... Es leckt! Wieso leckt's? Ist doch gar nicht so ein Grafikpaket hier. Ich bin, glaube ich, in die falsche Richtung. Ich glaube, ich muss auf die...
Hier in die Richtung. Ja, und dann ist auch noch mein Spiel gerade abgeschmiert. Zum Glück habe ich gespeichert. Wir schauen jetzt mal rein. Ich weiß es nicht genau, wie es jetzt aussieht. Wir haben theoretisch, haben wir alles eigentlich so, wie wir es eigentlich wollten. Ja, sieht glaube ich ganz gut aus. Okay, einen Moment. Ich würde dann noch das da, wegen den Schnelltaschen mal. Machen wir hier und einmal so. Und dann, ja, schauen wir jetzt mal, hoffentlich mal nach den Briefen. Wenn es nicht wieder abkackt. So, zuerst mal hier hin. So, jetzt bin ich nochmal am Überlegen, welche Richtung war es? Die Richtung. Erstmal Licht anmachen. Die hören sich so nah an. Irgendwie, es läuft nicht ganz flüssig, das Spiel. Wo ist der? Koffer, infizierter da hinten. Krabbelt er rum. So, jetzt muss irgendwo was zum Sprengen sein. Einen Moment mal. Alter, wieso laufen da so viele? Da hinten war auch gerade einer. Den gibt's doch gar nicht. Ne, Polizistin! Seht ihr jetzt nicht mehr, weil der Kopf abwischt, aber ich hab's gesehen. Okay. Einen Moment mal. War das wirklich hier? Jetzt bin ich mir ein bisschen unsicher, ob es wirklich hier war. Haben wir die Sniper drin oder nicht? Ah, die Pumpe haben wir, genau. Können wir mit der mal ein bisschen was machen, oder? Wir schauen mal rein. Fähigkeiten. Mit der Schrotgewehr brauchen wir 5. Na dann, Lady, komm her. So, den ballern wir auch noch kurz ab. Hier ist was zum Sprengen. So, der steht aber nicht mehr auf, gell? So, einmal nachgeladen. Das haben wir ja. War das dann, glaube ich, hier, oder? So, nun kommen wir jetzt rein. Ich meine, da wären wir schon früher reingekommen. Aber dann war das woanders. Den irgendwo konnte ich dann nochmal was. Ich habe gemeint... Ja, einmal die Briefe, aber infizierter. Der hat ganz schön viel dabei. Ich glaube, der wird auch aufstehen. Nicht? Sind wir sicher? Okay, einmal den Brief. Molotow. Oh, Aufwertung. Jo, der hatte schön was dabei. Ja, wir haben nichts mehr im Busch. Okay, Brief Nummer 1 wäre schon mal erledigt. Wir sind ja noch nah dran, dann können wir mal zurück zum Gully und dann können wir, glaube ich, mal zu den Prick Lane Wohnungen. Oder ich weiß nicht. Oder wir gehen mal kurz zurück und machen das mit der Aufwertung.